Hallo, meine Lieben aus Deutschland. Und ja, ich glaube, diese Woche mache ich wieder ein zweites Video, weil ich habe meine Videos auf Deutsch angeschaut und habe also bemerkt, dass ich eigentlich noch kein spezielles Video über Matthäus gemacht habe, Matthäus 24. Und deswegen möchte ich das mal hier machen. Und zwar ist es sehr wichtig, weil nämlich die meisten Christen auch in Deutschland sehr stark halt von dem Dispensionsdenken beeinflusst wurden. Und dadurch, wegen diesem Denken, wird auch Matthäus 24 sehr stark von diesem Denken beeinflusst. Und zwar dem Denken, dass halt am Ende 7 Jahre Trübsalzeit ist oder 3,5 Jahre Trübsalzeit. Und ich habe ja das schon sehr oft gesagt in meinen Videos, dass das einfach nicht stimmt. Und der Grund dafür, der wahre Grund dafür, habe ich sicher auch schon genannt. Aber das ist sehr wichtig, dass man das nochmal in Detail nochmal anschaut. Und zwar glauben eben aus diesem Dispensionsdenken heraus, aus dem der Scofield-Bibel, da wird halt gelehrt, dass die 70 Wochen von Daniel in Daniel, mal 8, das ist in Daniel 9, ja, also diese 70 Wochen von Daniel 9 noch nicht vorbei sind. Und das können wir, ich glaube, ihr könnt anfangen mit Vers 24. Da wird jetzt beschrieben, ich gucke es mal schnell nach. Daniel 9. Wieso kommt das nicht richtig? Also, Daniel 9. Und da muss ich natürlich, muss dann immer zurückgehen auf meine Schlachterbibel. Da ist die Schlachter. Also, Daniel 9 müsst ihr anschauen, und zwar ab Vers, ich denke, das ab Vers 24 ist. Also, ich nehme es mal an. Ja, genau, da steht: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet, um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen, um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. Was ist das Hochheilige zu salben? Was salbt man da? Hochheilige. Ich denke schon, der Hochheilige ist damit gemeint. Und das ist halt eben Jesus. Er wurde gesalbt zum König und Priester. Und von der her denke ich dann schon eben das der Grund war von diesen 70 Wochen. Wir sehen das auch, wenn wir gleich am Anfang vom Kapitel lesen. Da steht: im ersten Jahre seiner Regierung melde ich dann. Also ich glaube, wenn ihr oben das liest, da steht es auch, dass eben diese 70 Jahre, sie sind verordnet, nicht nur über die Menschen, also die Juden, sondern auch die Stadt. Das ist ganz wichtig. Um eben warum? Um diese Dinge zu erfüllen. Und diese 70 Wochen, die sind nicht wegen den Juden passiert, weil Gott hat ja die Juden geschieden. Und ich glaube, das habe ich im anderen Video schon gesagt. Er hat sie ja geschieden und dadurch normalerweise hätten sie keine 70 Wochen, das eigentlich 480 Jahre sind. Sie hätten ja das nicht gebraucht. Und sie haben das ja nur gebraucht, weil, ja,
weil Messias, der Christus, kommen hat müssen. Durch eben die Juden. Weil die Juden, Juda ist der Stamm, durch welchen Jesus kommen sollte. Und ich glaube schon, dass ich das auch erwähnt habe in meinem vorigen Video. Aber jetzt wissen wir also dann, dass diese 70 Wochen schon erfüllt sind. Die sind deswegen erfüllt, weil diese 70 Wochen ja nicht für die Juden sind, sondern für Jesus, damit er eben alles erfüllen kann. Damit er als König gesalbt werden kann, damit er als Priester eingesetzt werden kann. Und die ganzen Prophezeiungen von den Propheten erfüllt werden können. Lies es nochmal im Daniel sehr ganz genau, Daniel 9. Aber heute will ich speziell zu Matthäus gehen. Aber bevor ich da ankomme, möchte ich noch weiterhin dazu sagen, eben, dass da was ganz Wichtiges ist, was wir wissen müssen. Und zwar der Gräuel der Verwüstung, das ja Daniel anspricht am Ende von den 70 Wochen. Der Gräuel der Verwüstung, der am Ende passiert. Und er nennt es eben Gräuel der Verwüstung. Und dieser Gräuel der Verwüstung kommt dann wieder eben wann? In Matthäus. Matthäus benutzt das wieder, eigentlich Matthäus benutzt das nicht, sondern Jesus selber hat dieses Wort benutzt. Gräuel der Verwüstung. Ja? Und der Gräuel der Verwüstung ist, glaube ich, auch in 11 wird der Gräuel der Verwüstung nochmal benannt und nochmal im Kapitel 12 von Daniel. Das werden also dreimal wird dieser Gräuel der Verwüstung benannt. Und jedes Mal ist es in Verbindung mit der Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem in 70 AD, ja, 70 nach Christus. Ja, hier steht es genau in 27. In der Mitte in der Woche werden Schlacht- und Sühneopfer aufgehört. Das war der Mitte in der Woche, ist ja, als Jesus gestorben ist, und da hat er ja Schlacht- und Speiseopfer zu Ende gebracht. Das hat Jesus gemacht. Danach war kein Schlacht- oder Speiseopfer mehr nötig, weil er ja das Ende von den ganzen Opfern war. Die werden aufgelöst. Und auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt, bis dass sich die bestimmte Vertilgung über die Verwüstung ergossen hat. Ja, das heißt, er redet hier von dem Gräuel der Verwüstung. Und das hat dann wiederum Matthäus aufgegriffen oder vielmehr Jesus aufgegriffen in Matthäus 24. Aber weil ja diese Dispensionsdenker immer denken, ja, dass dieser Gräuel der Verwüstung noch nicht passiert ist. Sie glauben ja, diese Woche, die noch nicht erfüllt ist, sie sagen das, von Daniel, die kommt dann ganz am Ende, bevor Jesus wiederkommt. Oder eigentlich ist es ja nach Jesus, wenn Jesus, nachdem die Jesus die Braut abgeholt hat, dann ist ja, sagen sie, da ist die Trübsalzeit. Und das ist eben diese Woche, die noch zu erfüllen ist für die Juden. Falsch. Das ist total falsch. Ihr müsst wirklich die Studie machen über Daniel. Diese Woche ist weg. Ja, Jesus ist in der Woche, in der Mitte der letzten Woche gestorben. Ja, in der Mitte der letzten Woche ist Jesus gestorben, genau wie es hier steht. Und es steht eigentlich in 26. Und nach der 62. Woche wird der Gesalbte ausgerottet werden. Nach
der 62. Woche. Ja, dann haben wir also noch eine Woche übrig nach dieser Woche. Und da, das ist die letzte Woche, da wird der Gesalbte eben hingerichtet oder ausgerottet, sodass keiner mehr sein wird. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk eines zukünftigen Fürsten verderben. Das war die Zerstörung von Jerusalem. Und sie geht unter in der Überschwemmung und der Krieg, der bestimmt ist zu ihrer Zerstörung, dauert bis ans Ende. Bis ans Ende heißt aber bis ans Ende der Zerstörung. Das heißt nicht das Ende von der Welt, ja, oder der Zeit der Heiligen, sondern es ist die Zeit eben der Juden, das Ende von den 70 Jahren. Und das dauert bis zum Ende. Das heißt, bis zum Ende ist halt eben Krieg und Zerstörung. Aber vielleicht noch weiter halt, weil die 70 Jahre enden eigentlich 3,5 Jahre nachdem Jesus gestorben ist am Kreuz. Da enden diese 70 Jahre. Ja? Also, ihr könnt euch das ganz genau durchlesen, weil ich aber jetzt zu Matthäus möchte. Und wir müssen das einfach im Kopf behalten, dass diese Woche vorbei ist. Die hat auch Jesus schon erfüllt. Die 3,5 Jahre, nachdem Jesus eben aufgefahren ist, da haben halt die Jünger weiter eben Jesus verkündet. Und aber nach diesen 3,5 Jahren dann, nach der Verkündigung von 3,5 Jahren, am Ende von den 70 Jahren, da haben eben die Juden Jesus abgelehnt. Und ich glaube schon, dass ich das in meinen anderen Videos gesagt habe. Aber ich bin also noch nie richtig gut auf Matthäus eingegangen. Weil Matthäus wiederum, Matthäus 24, wenn wir das im Kopf haben, dass eben diese Zeit noch nicht vorbei ist, dann verfallen wir halt eben in diese falsche Auslegung. Dass nun Matthäus, der erste Teil von Matthäus, ja, diese Zeit der Trübsal beschreibt. Also diese 7 Jahre Trübsal beschreibt. Aber das kann ja nicht sein, das stimmt nicht. Weil, wenn wir lesen, und wir müssen dabei auch Matthäus 24 mit Lukas 21 und Markus 13 vergleichen. Und ihr könnt das machen, das ist sehr wichtig, weil Matthäus ist der einzigste, ja, alle drei haben dieses beschrieben, also wo Jesus eben in dem Tempel war, und so hat die Geschichte angefangen. Also wenn ihr das kennt, diese Geschichte, Jesus ist im Tempel, und er sagt, guckt euch mal dieses tolle Gebäude an. Oder ich glaube, die Jünger haben das sogar gesagt. Ah, ja, die Jünger. Seine Jünger kamen zu ihm und haben gesagt, ach, guck mal das tolle Gebäude an. Und Jesus hat dann gesagt, ja, das alles wird zerstört werden. Ja, das mit dem hat eben Jesus angefangen. Sie haben den Tempel gesehen, dann sind sie auf den Ölberg und haben ihn dann dort gefragt, wann wird das sein? Was sind die Zeichen? Also wenn das passieren wird. Alle drei haben diese Frage gestellt, ja, an Jesus. Aber Matthäus hat noch eine Frage dazu gestellt. Und zwar, und was wird das Zeichen sein deiner Wiederkunft? Also Matthäus war der Einzige, der eine Verbindung gemacht hat mit der Zerstörung von diesem Tempel. Und das müsst ihr euch wirklich ganz klar werden. Ja? Er hat hier eine Verbindung geschaffen zwischen Tempelzerstörung und dem zweiten Kommen Jesu. Und wir wissen ja, dass da 2000 Jahre dazwischen sind. 2000 Jahre. Aber Matthäus, ihm wurde das nicht bewusst.
Aber die anderen zwei, Lukas und Markus, haben deswegen diese zweite Frage nicht gestellt. Und vielleicht haben die halt schon gemerkt, dass die zwei vielleicht doch nicht so zusammengehören. Obwohl beide auch, dass die Endzeit nach diesen Zerstörungen der Tempel angesprochen haben. Aber sie haben nicht gefragt, Jesus. Das war keine Frage an Jesus. Und was werden die Zeichen sein in deiner Wiederkunft? Ja? Also, hier nochmal in Vers 3 sagt in Matthäus, sagt Jesus, no, nee, die Jünger sagen das, sage uns, wann wird das alles geschehen? Wann wird das alles geschehen? Was hat er angesprochen? Die Zerstörung der Tempel. Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Welt sein? Ja, also es sind da zwei Fragen, die 2000 Jahre, da sind 2000 Jahre liegen dazwischen. Und wir müssen das verstehen. Zwei ganz eindeutige Fragen, die zwei verschiedene Dinge anspricht. Und der Lukas und der Markus haben das vielleicht erkannt und deshalb vielleicht diese zwei Fragen nicht zusammengebracht. Ja, weil Markus schreibt ganz genau. Ja, gucken wir mal schnell Markus an oder gucken wir mal Lukas an. Lukas ist der Bessere, weil Lukas hat wirklich eine gute Beschreibung. Er hat das alles investigiert, also alles untersucht und hat eine ganz tolle Beschreibung eben geschrieben über alles, was passiert ist. Okay. Also wiederum, Jesus fängt an, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht zerstört wird. Sie fragten ihn aber und sprachen: Meister, wann wird denn das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Das hat Lukas ganz genau beschrieben. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, warum Matthäus da etwas, vielleicht hat er das halt nicht genau gesehen, ja, weil er das Ende nicht genau gesehen hat. Er hat es halt angenommen. Er hat angenommen, dass der Tempel zerstört wird, wenn Jesus wiederkommt. Aber Lukas und Markus hat es viel genauer beschrieben. Hier sagt eben die Jünger sagen, was sagen sie wieder? Meister, wann wird das geschehen? Ja, und die Frage war, hier wird alles zerstört werden, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dann sagen sie, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Und dann beschreibt halt Lukas genau das Gleiche, das Matthäus beschreibt in der ersten Hälfte von Matthäus. Ja, warum nun beschreiben jetzt die meisten Leute oder benutzen die meisten Leute Matthäus, um über die Endzeit zu reden? Warum? Ganz einfach, weil Matthäus eigentlich schwierig am schwierigsten ist. Er hat es schwieriger beschrieben wie zum Beispiel Lukas. Lukas hat es sehr, sehr einfacher beschrieben. Da merkt man sofort gleich, aha, er schreibt sofort, was sind die Zeichen der Zerstörung des Tempels und nicht der Endzeit. Er beschreibt zwar auch die Endzeit, aber erst am Ende oder Mitte vom, ich glaube, 24 fängt er an. Ja, und zwar 25 fängt er da an. Ja, und es werden Zeichen geschehen in Sonne, Mond und Sterne. Und da fängt er halt eben an mit der Endzeit, die aber nicht als Frage aufgetaucht ist am Anfang. Und das müssen wir wissen. Und Markus hat genau das Gleiche gemacht. Aber gehen wir zurück
wieder zu Matthäus. Warum? Weil halt die Leute sehr gerne Matthäus benutzen, weil sie wissen, dass wir dadurch viel durcheinander werden. Wir werden dadurch viel durcheinander, ja? Weil er halt das gemischt hat. Und die Leute werden nicht wach und sagen, halt mal, zuerst muss er ja beschreiben die Zerstörung des Tempels. Und was werden die Zeichen sein, damit wir erkennen, wenn diese Zeit anfängt? Weil Jesus hat ja das absichtlich gemacht. Er hat ja ihnen absichtlich erzählt über diesen zerstörenden Tempel. Warum? Weil sie ja fliehen mussten. Wir sehen es ja ganz klar, dass Jesus sagt, wenn ihr alles das sieht, dann geht aus Judäa weg. Geht nicht, wenn ihr auf dem, was weiß ich wo seid, es steht ja dann später, ihr könnt es dann selber lesen. Ja, ihr geht nicht mehr zurück und holt eure Jacke und also solche Sachen, die sagt ihr dann, sondern geht sofort weg, wenn ihr diese Zeichen sieht. Und er sagt halt die ganzen Zeichen dann, damit die Jünger und die Gläubigen gerettet werden. Weil während dieser Zerstörung des Tempels und Jerusalem, da wurden also die meisten Leute umgebracht oder sie wurden in Gefangenschaft oder Sklaverei verkauft. Und es war also wichtig, dass Jesus das eben seinen Jüngern gesagt hat. Das ist ja dann später, sagt ja, diese Generation wird nicht vergehen. Ich weiß nicht, ob das der Lukas gesagt hat oder Matthäus. Ich glaube, er hat es gesagt. Ja. In 34, Vers 34 sagt er, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ja, das sagt er. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Ja, welches Geschlecht denn? Ja, viele nehmen jetzt Dinge an. Ja, und es sind nur Annahmen, die stehen hier nicht. Ich muss ja davon ausgehen, was der Text sagt. Ja, von wem redet er hier? Er redet hier von erst der Zerstörung des Tempels und zweitens die Wiederkunft Jesu. Und wenn da 2000 Jahre dazwischen sind, kann es ja nicht das gleiche Generation sein, die das alles sieht, weil da haben wir keine Generation. Also welche Generation redet Jesus hier? Er redet hier von der Generation, von die er vor sich hat. Ja? Die Generation, die er vor sich hat, die redet er an. Diese Generation, sagt er, dieses Geschlecht, er nennt es Geschlecht, aber es ist eine Generation, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und ich denke schon, das hat halt wieder Matthäus aus der chronologischen Folge herausgenommen. Ja, und hat es da am Ende hin gemacht, weil er vielleicht halt eben nicht ganz genau gewusst hat, dass da 2000 Jahre dazwischen sind. Und deswegen denke ich schon, dass dieses Geschlecht, dass das alles sehen wird, ist das Geschlecht von den Aposteln, von den Jüngern, die Jesus vor sich gehabt hat. Das Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles zerstört war. Und zwar ist ja da ganz viel, ne? Wir können ja jetzt mal gucken. Und zwar, dass da Verfolgung ist, ja. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand irreführe, denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und werden viele irreführen. Das passierte zur Zeit der Jünger. Nach Jesus Tod sind noch ganz viele gekommen und haben sich als Messias ausgegeben. Warum? Weil die Leute halt gewusst haben, dass es die Zeit ist, dass Messias wiederkommt. Woher haben sie das gewusst? Von Daniel. Daniel hat ihnen gesagt, während dieser Zeit kommt der Messias. Und deswegen haben sie ja auch gewartet auf den Messias.
Das heißt, es kamen noch mehr Messias. Also wenn ihr anguckt, zum Beispiel könnt ihr da, der heißt Josephus und es war ein Geschichtsschreiber, ein jüdischer Geschichtsschreiber, sehr wichtig. Der hat alles ganz genau beschrieben. Und er hat beschrieben, dass damals eben, bevor der Tempel zerstört worden ist, dass ganz viele falsche Leute gekommen sind, die sich als den Messias ausgegeben haben. Und vor dem warnt er halt. Also lasst euch nicht irreführen, denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und werde viele verführen. Ihr werdet aber den Krieg und Kriegsgerüchten hören. Das war damals der Fall. Sehr viele Kriege, Kriegsgerüchte. Erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht zu Ende. Was für ein Ende? Das Ende von der Zerstörung des Tempels. Nicht das Ende. Sie, als er gesagt, das Ende, haben sie halt gedacht, da haben die halt eine Verbindung gemacht zwischen der Zerstörung des Tempels und dem zweiten Kommen. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir wissen ja, dass 2000 Jahre dazwischen liegen. Er hat halt geredet von der Zerstörung des Tempels. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben sein. Das ist passiert, Leute. Ja? Das ist sehr stark passiert. Hungersnöte. Ihr müsst wirklich mal den Josephus lesen. Weil, oder auch vielleicht Dokumentare über diese Zeit. Und zwar, wie viele Hungersnöte da existiert haben. Sehr viele. Also als Jerusalem belagert worden ist, haben die Leute sogar Gras gegessen. Ja? Und es ist sogar, wird beschrieben, dass eine Frau ihr Kind gegessen hat. So schlimm war die Hungersnot. Also ihr müsst es alles wirklich sehen, mit der, was da wirklich passiert ist. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Ist doch alles passiert, Leute. Ja? Und ihr werdet gehasst sein von allen Nationen, um meines Namens willen. Die ganzen Nationen eben, die damals existiert haben. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aus hat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Dies alles hat er gesagt, ja, für eben das Ende. Und das Zeugnis wird in alle Nationen, dann wird das Ende kommen. Ende, nicht das Ende, Ende, ja, nicht Jesus zweite Kommen, sondern das Ende von Jerusalem, das Ende von Judäa, das Ende eigentlich von dem jüdischen Volk, von der jüdischen Kultur. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch den Propheten Daniel geredet worden ist, seht, sehen steht an heiliger Stätte. Wer es liest, der merke darauf. Dann fliehe, wer in Judäa ist, auf die Berge. Ja? Hier ist es. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, und hoffentlich bevor dieser Gräuel der Verwüstung da ist, ja? Ein Gräuel der Verwüstung war ja schon vorher da, bevor der Tempel zerstört worden ist. Der Gräuel der Verwüstung war schon da, ja, als man Jerusalem angegriffen hat und die ganzen Kriege passiert sind. Und da sollen sie halt nicht, der auf dem Dach ist, steige nicht herab, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säuglingen, den Säugenden in jedem Tage. Ja? Hofft, dass es nicht im Winter passiert oder an Sabbat. Ja, weil die Jünger durften ja nichts machen an Sabbat. Ja? Dann wird eine große Trübsal sein,
wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und keine mehr kommen wird. Ja? Die Trübsalzeit war sehr groß für die Juden während der Zeit. Ja? Es war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und wie gesagt, der Josephus hat das, Josephus hat das ganz genau beschrieben in seinem, ich glaube, es heißt Die Kriege der Juden, heißt das Buch. Und ich habe ein kleines englisches Buch, das ich leider, ich muss mal gucken, ob das nicht irgendwo auf Deutsch existiert, also diese Übersetzung. Wenn ich es finde, werde ich es unten anbringen. Aber das sind alles Dinge, die eben passieren werden. Ja? Es wird also kein Fleisch geredet, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Sieh, wir tun diese Sachen sehr stark auf das Ende zu. Auf das Ende. Aber es ist nicht über das redet nicht über das Ende, sondern es redet über die Zerstörung des Tempels. Und nun geht es weiter, also falsche Propheten werden kommen, werden Zeichen und Wunder tun und womöglich auch die Auserwählten zu verführen. Sieh, ich habe euch das alles gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, ja, weil ja, die versuchen ja jetzt auch die Gläubigen zu verführen und sagen, ah, er ist wieder da, dann geht bitte nicht, ja. Dann steht da, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Wo aber das Aas ist, da sammeln sich die Aasgeier. Und jetzt hat er eigentlich angefangen, also Matthäus hier, so eine Verbindung zu schaffen zum Ende. Weil, wie gesagt, Matthäus hat geglaubt, dass die zwei Dinge zusammengehören. Die anderen haben das nicht geglaubt. Lukas, wenn ihr Lukas liest, und Markus, das ist nicht der Fall. Aber Matthäus hat es geglaubt. Und deswegen, diese Stellen bringt er einfach hier rein. Und die tun halt die Menschen dann schon etwas durcheinander bringen, wenn wir nicht aufmerksam sind. Ja, weil er sagt, so wird die Wiederkunft des Menschensohns sein. Ja, natürlich trifft dies wiederum eben auf das zweite Kommen von Jesus zu. Bald aber nach der Trübsal jener Tage. Nach der Trübsal jener Tage. Hier ist also wiederum, geht diese Verbindung hinüber, weil nun eben die Sonne verfinstert wird. Ja, da steht, also bald aber nach den Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben. Und da sind wir jetzt nun am Ende. Das zweite Kommen Jesus. Erst hier, ja, redet er nun von dem zweiten Kommen. Also 27 ist schon ein Teil von dem zweiten Kommen. Aber er hat es ja so abrupt gemacht. Und die meisten, ja, verstehen das nicht. Die meisten denken, ha, das ist jetzt die Trübsal. Also er redet ja hier von großer Trübsal. Es muss ja die große Trübsal sein. Nein, es ist nicht die große Trübsal, die jetzt die Dispensionsdenker hier anführen. Weil diese Woche, diese 7 Wochen oder sieben Jahre sind ja vorbei. Ja, die sind schon geschehen. Aber am Ende, es steht halt ihr hier, bald aber nach der Trübsal jener Tagen. Ja, es wird Trübsal sein bis zum Ende, bis sich die Sonne verfinstert und der Mond seinen Schein nicht mehr gibt. So lange haben wir Trübsalzeit. Das heißt, die Trübsalzeit, die wird ja die ganzen 2000 Jahre lang dann passieren. Es ist ja nicht einer nicht durch Trübsal gegangen. Die ersten Jünger sind durch Trübsal gegangen. Sie wurden umgebracht. Die ersten
Christen wurden umgebracht, also auch die heidnischen Christen. Da war ja eine riesengroße Christenverfolgung am Anfang. Und dann, als die katholische Kirche dann angefangen hat, wurden ja auch die wahren Gläubigen, die sich nicht untergestellt haben unter Konstantin, ja auch umgebracht oder verfolgt. Und diese Verfolgung ging ja weiter bis zu während im Mittelalter. Da wurden ja dann ganz, ganz viele wahre Christen gefoltert und umgebracht und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Bis zur Reformation und viel noch danach wurden Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt und wurden gefoltert für ihren Glauben. Ja, dann kam natürlich die Reformation und da hat halt der Papst dann sehr viel an Macht verloren, weil ja diese dann Protestanten, die konnten ja dann in Gegenden fliehen, wo sie geschützt waren. Und das war ja vorher nicht der Fall. Das heißt, die Gläubigen, die sind alle durch große Trübsalzeit hindurchgegangen. Also ihr wisst ganz genau, dass das hat nicht aufgehört. Zum Teil schon. Aber wenn ihr zum Beispiel denkt an die Baptisten, die sind ja auch verfolgt worden, also weiter verfolgt worden, sogar noch also nach der Reformation. Und bis dann halt eben die Menschen zum Beispiel nach Amerika gehen konnten und dort wirklich religiöse Freiheit hatten. Aber auch in Amerika muss ich dazu sagen, dass da auch am Anfang nicht keine religiöse Freiheit existierte, weil ich weiß, dass zum Beispiel die Baptisten, die waren auf Rhode Island und die wurden auch verfolgt und sie wurden nicht akzeptiert. Also das war nicht alles so endgültig. Das ist dann allmählich gekommen, dass halt da Amerika dann hatte man die Freiheit gehabt und auch dann in Europa und so weiter und so fort. Aber Trübsalzeit ist ja nicht nur Verfolgung. Trübsalzeit ist aber auch, wenn man große Bedrängnis erfährt. Weil Paulus ja sagt ganz klar, wir sollen die Waffenrüstung anziehen. Wir sind ja jeden Tag von Satan angegriffen. Und von daher gehen wir alle durch Trübsalzeit bis zum Ende, bis die Entrückung kommt. Und hier passiert halt dann die Entrückung, die aber Jesus nicht da beschrieben hat. Er hat da irgendwo schon ein Geheimnis noch gehabt. Er redet dann später von der Entrückung, aber er sagt nicht, ah, hier passiert die Entrückung, sondern später geht er dann drauf ein. Ja, und zwar, da steht ja dann um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern alleine der Vater. Und das ist wieder ein Zeichen, das für die Entrückung. Ja, also jetzt sagt er, aha, hier wachet auf, jetzt beschreibe ich die Entrückung. Aber hier die Entrückung wird nicht an der Stelle beschrieben, wo sie wirklich passiert. Weil die Entrückung passiert eigentlich am Anfang, bevor die Sonne dunkel wird. Da passiert die Entrückung. Und da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, weil ich nämlich jetzt zum Ende komme, weil meine Zeit zu Ende ist. Aber das ist auch vielleicht wieder, wenn ihr darüber wissen wollt, lasst es mich wissen. Ja? Weil die Entrückung passiert vor von dem Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes ist ganz klar, dass das eben ist, wenn die Sonne dunkel wird. Und zwar ist das ist eigentlich eine Beschreibung vom Alten Testament. Und da wissen dann die Leute, aha, das ist der Zorn Gottes. Das ist wieder die Wiederkunft von Messias. Ja, der Tag des Herrn. Das ist der Einstieg in den Tag des Herrn. Aber Jesus hat ihnen nicht gesagt, ja, bevor das passiert, da passiert eben diese Entrückung. Er hat das geheimnisvoll gemacht.
Und da eben in 36 fängt er halt dann an mit dieser Entrückung. Ja, es wird so sein wie zur Zeit von Noah. Und ja, zwei werden im Feld sein und einer wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Das ist Entrückung. Ja, zwei werden in der Mühle mahlen, eine wird genommen und die andere wird zurückbleiben. Das ist Entrückung. Das ist Entrückung. Und diese Entrückung passiert aber vor, ja, um 29, Vers 29 herum. Und deswegen ist Matthäus eigentlich etwas schwieriger zu verstehen, weil er das nicht chronologisch beschreibt, sehr oft. Ja, er hüpft ein bisschen herum. Und deswegen benutzen eben diese falsche Lehrer Matthäus eher als die anderen. Als Lukas, der eigentlich doch ja, besser ist im Chronologischen als jetzt der Matthäus. Auch Markus ist viel besser, das chronologisch zu erklären, wie jetzt Matthäus. Aber ich komme jetzt zum Ende, weil ja meine Zeit vorbei ist. Aber ich, wenn ihr wollt, rede ich ganz gerne nochmal genauer über den Zeitpunkt eben von der Entrückung. Ja, weil es nicht genau ist in Matthäus, ist es nicht genau, also Lukas und Markus, also jetzt fällt mir der Name nicht ein, Gospels, da wird es nicht genau so beschrieben. Aber an anderer Stelle, zum Beispiel in Offenbarung, wird es deutlicher, noch deutlicher. Aber bitte teilt meine Videos. Ich habe nicht sehr viele deutsche Leute, die meine Videos anschauen. Aber wenn ihr vielleicht euren Freunden vielleicht meine Videos mitteilt, dann habe ich vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr deutsche also Anschauer. Und ja, dann kann ich vielleicht auch mehr deutsche Videos machen. Ich versuche halt, ich habe halt sehr viel mehr amerikanische Subscribers. Und ja, lasst mich wissen, was ihr denkt über meine Videos und hinterlasst auch Fragen, wenn ihr Fragen habt. Nochmals, lasst den Heiligen Geist euch leiten, immer.